Oh je. Da müssen wir auch noch lang. Das sind aber wirklich ganz schöne Serpentinen hier. Da fahre ich Jo. dann Solobus. So, nächste Haltestelle Ullandshöhe. Boah, da könnte ich Sito fahren. Schafft's der? Wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob der überhaupt mit Omni 1 läuft. Schafft's eigentlich der U307 hier auch lang? U307 habe ich nicht probiert, aber der UL fährt da lang. Das ist kein Problem. Ich frage jetzt gerade wegen U307, weil ich den auch lang nicht mehr gefahren bin. Deswegen würde ich hier vielleicht sogar mal den U307 wieder Ist fahren. der jetzt ein bisschen schwächer motorisiert oder warum fragst du? Ich weiß es nicht, aber es könnte vielleicht sein, dass der UL ein bisschen mehr Power hat. Du müsstest halt deinem 307er die manuelle Schaltung nutzen, dann kannst du ja einfach einen Ich fahre niedrigeren. UL. Ach, UL Automatik? Den habe ich ehrlich gesagt gar nicht probiert, weil der UL ist echt ein Netzfahrzeug, aber ich komme mit seiner Schaltung irgendwie nicht zurecht. Da ist mir der. Ja, vom Schaltzeitpunkt her. Da ist irgendwie der GSÜH ein bisschen sympathischer. Der UL hat zum Beispiel auch ein Sechsganggetriebe. Ja, der GSÜH. Der hat Ach, auch der auch? sechs. Ja, das sind auch sechs Gänge. Okay. Aber die. Aha. Der fährt aber Uiuiui, schlecht. Super. was war das denn? Aber Los. selbst wenn wir irgendwie Schaltwagen fahren sollten, der Busfahrer fährt gerade mit manueller Kupplung. Wir lassen uns ja immer automatisch kuppeln hier, also Ja, ja, das ist so ja. ein kleiner Unterschied. Ja, Gott, das ist natürlich. Der Busfahrer kann aber auch Auto fahren. Das stimmt, ja. Das ist der große Unterschied. Ja, ich glaube, ich habe es eh in meinem Part schon gesagt. Ich bin beruflich im Außendienst tätig, also die Kundenkunden hin und repariere dort ihre Geräte. Das heißt, ich bin da relativ viel auf Achse. So, da ist das Planetarium. So, aber ich glaube, der will nicht mitfahren. Wobei, Julian, wir könnten ja, wir haben ja noch eine Woche Zeit zum Üben. Wir könnten ja auch den Guts nehmen. Irgendwann müssen wir es riskieren. Irgendwann ist der Tag da. Vielleicht zu Let's Play the Line Numero 1000. 500. Ja, oder Das so. muss uns dann der Busfahrer, der Carsten oder der Josh, der kommt ja ganz gut damit klar. So, da wirst du Erklärt mir das. aufpassen, weil da ist eine Entfädelung, die ist asozial. Den Julian, den lasse ich dann die Richtung hier fahren. Ja, du musst nur aufpassen, dass du in der Gegenrichtung nicht verpasst, ein Tor aufwärts fahren. Weil sonst fährst du da weiter, nachher bist du wieder sonst wo. Aber was mich ja verblüfft, du fährst ja komplett ohne Hilfsseile. Ja, ich bin ja lang genug gefahren, die Linie. Ja, aber das sieht man es auch dran, ne? Ich fahre ja das nicht das erste Mal. So, nächster Halt, Wiblinger Forst. Und wie oft fährst du so auf Römerberg? Wenn ich dazu komme, jetzt Wochenende einmal oder zweimal. Und schließt du dann immer direkt an oder startest du es zwischendrin mal mit einem anderen Bus? Ich meine, es gibt ja dann so Busse, die werden mit der Zeit schmutzig oder so. Das ist der Grund, warum ich gesagt habe, der Tank ist voll. Ich war gerade bei der Tankstelle, vor dem drin angefangen haben. Oder anders gefragt, das ist eigentlich ein ganz guter Stichpunkt. Hast du schon mal geschafft, dass der Tank leer wurde? Es soll ja bei Omsi angeblich so sein, dass irgendwann der Tank leer wird. Ich habe es bislang immer geschafft, rechtzeitig zu tanken. Ich meine, ich bin ja mit. Allerdings können wir das gerne nachher dann mal im Anschluss probieren. In der Situationsdatei. Also OMSI speichert ja die OMSI-Situation in die im Maps-Ordner in der Datei lastSDN.osn. Und da sind sämtliche Variablen gespeichert. Und da könnte man natürlich den Tankinhalt einmal auf einen halben Liter oder so setzen. Und dann einmal bauen und schauen, wie weit man kommt.
Es ist ja schon eine interessante Frage eigentlich, weil ich habe noch nie gesehen, dass irgendwie mal ein Bus ausgegangen wäre, mal abgesehen jetzt vielleicht vom Morphe-Pack, aber... Und kurz davor mit ja. dem Urbino. Weil ich mit dem Urbino an der Endhaltestelle vorbeigerast bin und dann da also, die Tanke noch besucht habe. Ich bin mir sehr sicher, dass die Doppeldecker bei leerem Tank rausgehen. Was M&R, damals war es ja nur M&R, umgesetzt haben in OMSI, nächste Halt Trossingen, umgesetzt haben in OMSI, da kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht ginge. Ja, wobei M&R sind sie eigentlich immer noch. Es ist ja nichts anderes direkt bekannt als M&R. Was, Hell und Ranin? Ja, nee, es heißt ja immer noch M&R Software. Ja, aber weil... Ja gut, dass nicht mehr offiziell M&R ist, ist mir auch klar. Die haben sich ja aufgelöst. Die können es ja jetzt schlecht M&J Software nennen. Ja, nee, vor allem OMSI nicht, weil OMSI halt unter M&R entstanden ist. Ja, eben. Nee. So. Autos. Ja, jetzt nach Trossingen rein. Ist aber schon... Was mir mal aufgefallen ist, in OMSI 1, das ist mir aufgefallen, als ich mal letztens ein altes Video von dem Andi geguckt habe zu OMSI 1 Zeiten. Ich glaube, das haben wir sogar zusammen geguckt, Andi. War das die Map, wo ich so erkältet war? Ja, genau. Mhm. Dann haben wir das zusammen geguckt. Da hat man ja gesehen, die KI hat sich ja im Fahrverhalten doch nochmal geändert, was OMSI 2 angeht, ne? Weil. Der Bulli. Ja, OMSI 1 war ja gerne mal so, dass es erst so aussieht, als würde der an dir vorbeifahren. Schön. Und dann so plötzlich wusch rum und in dich rein. Wenn es eng ist. Als die KI-Autos noch um 100, um 100. Um 90 Grad gedreht haben. So. Oder als die KI-Autos noch gehupt haben. Ja. Ja, so. Das waren Zeiten. Ja, das waren noch Zeiten. Wobei man kann sie haben, man muss sich nur OMSI 1 installieren. Man bekommt halt nur nicht mehr wirklich Content dazu. Content? Mhm. Ja. Sag mal so, von den Maps her ist sicher Bad Kinzau 3 die letzte, die was OMSI 1 unterstützt. Aller Voraussicht nach. Es kann natürlich sein, dass. Was man. Arschaufzeit. Er hat sich da jetzt wieder in den Vordergrund gedrängelt. So. Kann natürlich sein, dass sie nur irgendjemand erwarmt, aber ich gehe davon aus, dass Bad Kinzau 3 die letzte Map war, die OMSI 1 unterstützt hat. Und alles andere wird jetzt nur noch OMSI 2 sein. Bei den Bussen habe ich halt den Vorteil, dadurch, dass ich ein bisschen ein Hintergrundwissen habe, dass ich, wie jetzt beispielsweise UL, beispielsweise GSWH, kann ich diese Sachen eben auf OMSI 1 umbasteln. Mit relativ geringen Verlusten. Nur wie machst du das zum Beispiel bei der Matrix? Weil die ja im Prinzip über Blender schon so weit vorbereitet wurde. Mit Krüger Matrix läuft ja nicht unter OMSI 1, oder? Das ist richtig, ja. Was baust du dir da ein? Baust du dir dann die Busfahrrad ein? Und wie machst du das eigentlich? Weil... Findest du dann die Position nach und nach über Blender raus, oder? Ja, genau. Also, ich habe es bislang so gemacht, die IULs laufen bei mir nur in der Anax-Variante. Das bedeutet, ich habe einfach die Krüger-Varianten in der Busdatei so verändert, dass sie im Menü nicht aufscheinen. Weil sonst kriege ich natürlich jedes Mal, wenn ich ein UL auswähle, Zugriffsverletzung. Mhm. Das heißt, bei mir existieren nur die ULs mit der Krüger-Variante. Mit der Anax-Variante. Die Krüger-Variante existiert nicht. Beim FSD ist es so, dass ich einfach die Skripttextur deaktiviert habe. Diesen Aufruf. Und in die Skripts eben die entsprechenden Systemmakros auskommentiert habe, die eben in OMSI 1 noch nicht existieren. Vielleicht für diejenigen, die sich jetzt wundern, was er mit FSD meint, das sind im Prinzip die einzelnen Fahrscheindrucker-Systeme. Hm? FSD steht für Fahrscheindrucker, ja genau. Ja. Und
ja, ist, wenn es mich wirklich so interessieren würde, also nächster halt Gletscherbergplatz, wenn es mich so interessieren würde, dass die Haltestellen und so weiter auf dem Ticket oben stehen, dann könnte man das auch über bekannte normale Texturen, wie es aus OMSI 1 bekannt sind, lösen. Der Vorteil von die Skripttexturen ist halt, dass man einmal die Textur lädt und da kann man dann mit unterschiedlichen Schriftarten draufschreiben. So, waren wir denn jetzt in dem Gletscherparkplatz um 32, okay. Aber die Busse an sich müssen dann schon eine ANAX-Vorgabe haben, richtig? Müssen nicht. Man kann natürlich auch die Vollmatrix umrüsten. Nur ich muss ganz ehrlich sagen, ich schaue einen Bus selten von vorne an, sondern meistens von innen. Also wäre es generell auch möglich für jemand, der jetzt ein bisschen darauf spezialisiert ist, zu sagen, ach ja gut, ich habe noch OMSI 1, ich habe mir jetzt ja OMSI 2 geholt und ich möchte mir ganz gern den NL202 von M&R da irgendwie vor OMSI 1 fit machen. Theoretisch möglich wäre das ja. Es ist ja ein Solobus, oder wie ist denn das da eigentlich? Ich weiß nicht, ob der Standard-Content von OMSI 2 irgendwie O3D-mäßig gelockt ist. Es ist ja so, dass die Add-on-Fahrzeuge, da sind die O3Ds ja gelockt, dass die aktiviert werden müssen. Es kann sein, dass es daran scheitert. Alle anderen, also alle Frühwerkschichten, lassen sich mit dem entsprechenden Aufwand von Krüger auf Busfahrradmatrix für OMSI 1 umrüsten. Das bedeutet kein Gelenkbus, das bedeutet kein Unimpairant, das bedeutet, also Unimpairant für die, die es jetzt nicht wissen, das heißt, dass sie jetzt nicht sagen kann, der Fahrscheindrucker schwingt mit der Fahrertür mit auf, wie es eben UL umgesetzt ist. Wenn es mir jetzt nicht täuscht. Müsste, glaube ich. Also das geht nicht, da ist nachher dieser Fahrscheindrucker eben fix. Es ist dann so, dass man diese Koordinatenverweise und Animationsverweise in der entsprechenden CFG manuell nachbauen muss. Wie gesagt, ist ein gewisser Aufwand, aber es ist möglich. Mal gerade eine. Okay, hat sich geklärt, meine Frage. Was Bitte. denn? Ich habe gerade gedacht, meine Übertragung wird abgeschmiert. Alles Nein, gut. er stand. Was ich aber finde, was mir gerade wieder an diesem Blinker auffällt, ist total banal, aber trotzdem. OMSI setzt, die M&R damals haben ja wirklich für OMSI auch schon so Kleinigkeiten umgesetzt, die wirklich realistischer sind, aber man würde auch nicht drauf achten, ist aber trotzdem schön, dass sie da sind. Wie zum Beispiel diesen Effekt, dass eben halt bei einer Glühbirne, dass die immer noch so leicht nachglüht und nicht so direkt ausgeht, weil es ja keine LED. Und trotzdem, das finde ich ganz cool. Ja, Also das gefällt mir echt. das läuft über E-Funktion. Wer sich in der Elektrotechnik auskennt, ist die Kondensatorkurve. Da wird in der CFG eingestellt, zu welchem Zeitpunkt die Glühkraft beim Aufschalten 63% erreicht und gleichzeitig beim Abdunkeln sind es nachher die 27%. Diese Zeit wird angegeben, das ist diese Zeitkonstante und über die wird dann eine E-Funktion gelegt und dadurch wird dieses Glimmen eben so realistisch dargestellt. Ja, finde ich aber zum Guten. Ne? Ist halt eine Kleinigkeit, aber trotzdem. Mir gefällt's. Solche Kleinigkeiten sind das Problem, warum OMSI so performancelastig ist. Ja, gut, das stimmt. Aber was möchte man? So schönen realistischen Simulator, wo halt auch mal ein paar performancegenere Kleinigkeiten sind oder nicht? Ja, sicher. Man muss halt auch
wenn wir das Interface, denke ich mal, betrachten, womit OMSI letztlich programmiert wurde. Mhm. Ja, es ist ja auf irgendeiner Plattform programmiert worden und gut, es gibt vielleicht Spiele, die laufen über andere Plattformprogrammierung und sind dann halt vielleicht mit der gleichen Geschichte ein bisschen performanter, ja? Aber OMSI hat halt nun mal diese Programmierung bekommen und dadurch läuft es vielleicht ein bisschen langsamer, aber man hat halt diese Funktion. Ja. So, Zabelstein-Berghalde. Kann das sein, dass ja keiner mit dir mitfahren möchte? Ich schlafe wahrscheinlich alle um 3 Uhr nachts. Ja. Du bist die Karte ja jetzt schon des Öfteren, also die Linie ja schon des Öfteren gefahren. Ja. Ist das öfter so, dass du wirklich nur mit... Ja gut, jetzt fährst du mit uns zwei Deppen, aber ist es öfter so, dass da ein bisschen, dass da halt wenig los ist, beziehungsweise bis gar nichts? Ja Gott, wir haben ja jetzt in dem Fall einen Fahrgast gehabt. Der gerade aussteigen möchte. Ja. Jo, wobei, der Busfanat hat ja auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich setze jetzt das Fahrgastaufkommen ein bisschen höher, vielleicht steigen da noch mehr ein. Sowieso. Oder? Sowieso. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir eingestellt ist, aber vielleicht hilft das ja schon, wenn du jetzt merkst, ich fahre nachts und es steigt keiner ein, ja, habe ich ja noch meine Optionen. So wie auf Alheim, die eine Linie, die wir gefahren sind, wo überhaupt gar keiner war und wir so durch und ich so durch dieses Dorf da geheizt bin. Da muss ich wieder an die Verkehrsdichte und die Einstellung zur Verkehrsdichte denken und damals an die Beta-Vorstellung von Sitting an der Ampel. Kannst du dich erinnern? Oh ja. Hm. Genau. Oder erinnerst du dich an die Ecke hier? Mhm. Outtakes? Mhm. Der Benz, der steht seitlich hoch an meinem Nachläufer. Der Nachläufer, der steht, hat sich festgedingst. Ich komme hier nicht mehr weg. Ja gut, das lag aber auch ein bisschen an dir, ne? Ja, alles ich schuld. Ja, du bist ja gefahren. Da war bei mir aber eine unsichtbare Wand. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass dem Busfahrer das passiert wäre. Er muss ja auch noch aus Zabelstein raus. Und außerdem war das ja, das schafft er schon, da mache ich mir gar keinen Kopf drüber. Da, ich auch nicht. Es ist nur wirklich verblüffend. Ich finde das echt, du merkst richtig, dass er das oft fährt, weil er weiß automatisch genau, wo muss ich durchfahren, wo muss ich abbiegen, wann muss ich wohl rein, wo habe ich eine Haltestelle etc. pp. Hast du keine Linie, die du auswendig kannst? Nein. Absolut gar keine. Auf Grundorf. Grundorf, außer abgesehen von Grundorf. Nope. Okay. Ja. Gut, Ruhr Audi 177 würde ich wahrscheinlich auch noch hinkriegen, aber ansonsten... Die 177 dürfte ich auch hin... Ruhrau habe ich vergessen. Die 177. Selbst, ich meine, guck mal, selbst Ruhrau, wo wir ja wirklich viel getestet haben, selbst da kann ich mir zum Beispiel Verläufe wie jetzt die 180 oder so, die wirklich ein bisschen länger sind, schwer merken. Es gibt zwar Ecken, da sage ich, jawohl, da muss ich lang, aber dann gibt es wieder Ecken, wo ich, mussten jetzt da lang fahren. Ich glaube, die NE2, die kann ich, glaube ich, mir auch noch ganz gut merken. Also, das ist auch von den beiden Nachtlinien meine liebste. Das ist die kurze, oder? Das es gibt ja eine lange und eine kurze. Es gibt eine Überlandmeer, die mehr so übers Überland geht. Und es gibt eine, die nach Heidhausen fährt, also vom Nordbahnhof nach Heidhausen. Und die fahre ich ziemlich gern, das ist die NE2. Mag ich ja, gut, ich sag mal, die würde ich vielleicht auch noch hinkriegen, aber dann die ganz lange vom Schacht Heinzmann aus geht die, glaube ich. Das könnte sein, ja, ich glaube schon. Ist die ganz lange, also die würde ich nicht hinkriegen, da fährt man auch ihre lang. Mhm, das stimmt. Die bin ich damals mal mit dem Urbino gefahren, ich weiß gar nicht, ich glaube über eine Stunde. Gut, bei Schnee. Ja, gut, bei Schnee. Ich sag mal so, ich wüsste vielleicht, wo die Haltestellenhäuschen stehen, aber ich wüsste jetzt nicht, weil die Haltestellen, wie heißt jetzt oder sowas. Gut, zum Beispiel die 109 und die 688 auf Hamburg kann ich in beide Richtungen auswendig. Und er sagt jetzt automatisch, ach, jetzt kommt die und die Haltestelle. Das ja, jetzt ist halt beispielsweise nicht. Die Metzstraße. Ja, das habe ich nämlich gerade eben, ich gucke ja immer wieder mal so auf den Fahrscheindrucker drauf, ne? Und da steht's ja auch, wenn er weiterschaltet. Aber ich weiß nicht, ob es von der Übertragung her ist oder ob das einfach nur ist, weil er es halt auswendig kennt. Aber wenn der Busfahrer hat dann weiter, also dann sagt er, nächste Halte so und so und dann steht das erst dann da auf dem Drucker drauf. Also das ist schon echt cool. Ja, das ist halt, wenn du viel eine Route fährst, ne? Das ist ja wie, wenn du jetzt im realen
Leben, ja, es ist ja Omsi hier, Leute, ne? Omsi, Spiel, nichts real. Ja. Wenn du jetzt im realen Leben mit dem Bus fährst, immer wieder jeden Tag die gleiche Strecke. Ja. So. Weißt du ja automatisch, wann kommt welcher Endpunkt und wie heißt der? Beziehungsweise wann kommt welche Haltestelle und wie heißt die? Wäre schlimm, wenn es nicht so wäre, sonst wüsstest du ja nicht, wo du hinfährst. Deswegen habe ich auch einen extremen Respekt vor Busfahrern und vor allem vor Busfahrern in der Großstadt. Überleg mal, in vielen oder in echt sehr vielen Städten ist es so, dass Busfahrer ja nicht immer nur eine Linie fahren, sonst wird es ja bekloppt werden. Das heißt, die wissen komplett die Linienwege auswendig, von mehreren Linien. Und das finde ich schon echt krass. Ja, Hilfspfeile im Real Life. Ist klar. Das ist meine Maus? Ne, das ist nicht meine Maus. Also, Entschuldigung. Ich hab gerade das... Ich hab gerade gedacht, das wäre meine gewesen. Ja, ich mein sowieso außer da, weil bei mir sieht man es ja in der Aufnahme. Ich habe ja gerade das Wetter umgestellt. Reales Wetter, weil ja damit ein bisschen Herausforderung dabei ist. Echt? Hat sich da was geändert jetzt? Nein, offensichtlich rennt's gar nicht. Ja, da musst du gleich mal aufhören. So, die nächste Haltestelle ist jetzt in Grafeneck. Das ist übrigens, da ist mir ein Fehler unterlaufen. Damals, das war nicht in der Aufnahme, da bist du Gotenberg von D19. In Gotenberg heißt es Grafenforst und da heißt es Grafeneck. Ach ja, okay. Ah ja, stimmt. Da bin ich, glaube ich, mit Bildschirmübertragung. Ich weiß nicht, wie oft ich das gemacht habe. Da fahre ich dann Gutenberg hin und her. Die 19. Die ist ja eine kurze Linie, die fährst du dann immer hin und her. Weil in Grafenforst, da hältst du ja an. Das ist dann so eine Haltestelle, da stehst du 2 Minuten, hast eine 2-3 Minuten Pause. Und dann fährst du wieder zurück zum Steltenbergen-Bahnhof. Da stehst du dann ja länger. Da hast du dann ja länger Pause. Und die fahre ich öfter, die macht mir auch wirklich Spaß. Die kannst du auch noch nachts fahren. Und jetzt ist gerade irgendwie still. Jo. Ich kitzel es gerade. Ach, die Situation, wo du denkst, du musst niesen, du weißt, dass du niesen musst, aber du kannst nicht niesen, weil es dann jetzt doch nicht kommt. Ich hab schon ständig hier den Mauszeiger an Muting. Ach, du kannst ruhig in dein Mikrofon rotzen, Andi. Das mache ich dann aber nicht so. Oh, Julian, bitte. Ja, ja. Muss mal gerade. Ja. Jetzt gleich fällt er vom Stuhl. So, da jetzt sind deine. Was ist denn das eigentlich für eine rote Lampe, die dann mal ab und zu angeht bei dir am Dashboard? Das ist die Bremskontrollleuchte, dass die Bremsen ergreifend. Okay. Was mir vorhin aufgefallen ist, was ich auch sehr schön finde von der Umsetzung her. Warte mal. Oh Mann, ey. War ich auch sehr schön von. Von der Umsetzung her ist neben am Fahrscheindrucker. Wie auch immer. Finde ich neben diese Anzeige in Rot. Das wirkt irgendwie sehr original. Ja, das ist ja original. Auch von der Farbgebung her. Hier war die Telefonzelle. Wo der Bus mit dem Fenster der Telefonzelle gespawnt ist. So. Ja, das ist halt ein komischer Spawnpoint, ne? Mit dem Telekom-Bus. Bist du den gefahren oder ich? Den bin ich gefahren, beziehungsweise ich wollte ihn fahren. Das war ja dann Nautic geworden. So, war wir denn... Das aber 41, bin ich pünktlich. Jetzt fahren wir echt im Regen. So, Wetter. Alles Wetter aus, Schmuddelwetter. Okay, und gib ihm. Da hat's angefangen zu regnen. Mensch! Aber plötzlich. Was ich ja ein bisschen merkwürdig finde beim Bus, ist ja links neben, wo der Fahrplan hängt, diese, ich weiß gar nicht, was das ist, Knöpfe oder was, die da komplett weiß sind. Wirkt ein bisschen so, als wenn da keine Textur wäre, oder? Also laut dem Item ist das real, aber ich weiß selber nicht, was die Knöpfe zu bewirken, weil ich den Bus nicht kenne, real. Jetzt ist es da.
Ich kenne dann diese Gemeinschaftsbusse aus dem Realen, wo er jetzt gerade am Werkeln ist. Gemeinschaftsbusse? Ja, die Gemeinschaftsbusse zwischen Gräfenstift und Steyr, beziehungsweise Steyr-Volvo. Das sind so diese klassischen Postbusse, mit denen ich aufgewachsen bin. Also, müsste dann so. Wie ist das eigentlich bei OMSI? Das habe ich mir schon öfter mal überlegt. Der Plan da links ist ja jetzt extrem voll, was Haltestellen angeht. Ja. Wenn man jetzt. Kann man das auch schaffen, dass der so voll wird, dass da keine Haltestellen mehr draufstehen? Oder skaliert OMSI die dann automatisch kleiner, damit die alle draufpassen? Dann stehen einfach die Haltestellen zum Teil nicht mehr drauf auf dem Plattel. Cool. So. War auch ein bisschen merkwürdig gelöst. Ja. Du musst immer dran denken, OMSI war so geplant für Berlin-Spandau. Und nicht mehr. Wobei es jetzt wieder die Frage ist, ob man so einen Plan, wie der jetzt hier eigentlich vorgegeben ist, auch jetzt zum Beispiel für irgendeinen Bus so umwandeln kann, dass das dann geht, ne? Oder ob das direkt irgendwo in der Programmierung mit drin hängt. Weil es gibt ja wirklich viele Optionen, auch sich irgendwo was umzuändern oder zu erweitern, wo man vielleicht wirklich nie mit gerechnet hat. Ja, es lässt sich da ein bisschen was skripten, da kann man aber dann auch nicht auf den vorgefertigten Plan zurückgreifen. Das ist immer das Problem. So. Der Julian kann da wahrscheinlich ein Lied von singen, wir haben das ja beim nächsten Mal probiert, ne? Ein anderes Blatt einzusetzen. Beim Urbino war es, glaube ich. Nee, das war noch, da war der Urbino schon rum. Echt? Okay. Ja, das war der DX, da wollten wir dieses karierte Blatt so weghaben. Oh, jetzt wird's aber eng. Stimmt, weil das oben, genau, ich erinnere mich, weil das oben diese komischen Löcher. Nee, nicht die Löcher, die meine ich nicht. Ich meine diesen Bügel von dem Template drauf Text. Ah ja, genau. Und das System, was wir da hatten, hatte das halt nicht. Deswegen haben wir halt gedacht, das machen wir da weg. Aber dann so, machen wir das ja. Du müsstest dann im Prinzip die komplette Textur, die eigentlich dafür zuständig ist, im separaten OMSI-Texturordner umändern. Damit würdest du ja Original-Content umändern. Das geht ja dann auch wieder nicht. Damit würdest du dann jedem die Textur überschreiben, der das vielleicht auch gar nicht haben möchte. Und das ist halt ein bisschen unglücklich gemacht, weil an sich wäre das dieselbe Blattgröße gewesen und hätte dann auch funktioniert mit den Standardplänen. Bei der Aussiedlerhöfe wäre keine zu steigen wahrscheinlich. Vielleicht ein paar Schafe. Gut, der Darius, der hat es ja tatsächlich geändert, ne? Der hat ja ein komplett anderes System. Ja, der hat aber auch so einen Plan hängen. Bei normalen Maps, bei Hamburg aber nicht. Bei Hamburg sind das zwei Blätter, die du klicken kannst zum Umdrehen zum Beispiel. Das sind dann weiße Blätter, die stecken dann da drin. Das ist anders. Okay. So. Sollen wir Aussiedlerhöfe? Ist jetzt das nächste der Sportpark? Ja. Vor allem die ganzen Haltestellen. Du musst die Linie schon echt oft gefallen sein, dass du das noch weißt. Geht bei Römerberg aber, glaube ich, auch und so. Mit dem DX. Den Gletscher-Express runter. Ja. Wo wir dann irgendwann kopfüber in der Bergspalte gelegen haben. Das ist noch das Drama, wie ich damals mit dem C2G hier runter musste. Hat aber noch ganz gut geklappt. Ja, du fährst auch immer nur C2. Wohin fahren wir jetzt überhaupt nochmal? Wir fahren jetzt nach Römerberg, nehmen aber alle Käfer mit. Ah ja. Das heißt, wir fahren jetzt in Hohenreuth nach und ich glaube, jetzt geht's bergab, oder? Mit uns? Womit? Ja, ich glaube, mit uns. Ja, das ist sowieso schon lange.